Und damit herzlich willkommen zu Super Mario Land 3. Und, Vorspulen. Und zwar Wario Land ist das und das Let's Retro ist es diesmal. Und hier seht ihr nochmal eben kurz das Intro. Viel Spaß. Ja, Wario Land oder Super Mario World 3. Hören wir uns unsere Mitte und wir suchen uns hier so ein Röhrchen aus. Und wir fangen an mit Rice Beach. Mal kurz die Steuerung gucken. Damit kann ich hoch und dann kann ich springen. Sehr gut. Batz! Ist ein bisschen wie Mario, halt nur mit Wario. Ganz cooles Spiel. Wir können springen. Wir können auf sie drauf springen, dann hochheben und werfen. Und wir können halt so nach vorne rammen. Und dann gibt es noch etliche Upgrades, die man halt auch zwischendurch bekommen kann und die wir hoffentlich kriegen. Ja, aber Steine muss man ein paar Mal anhauen, dann gehen die kaputt. Da ist ein Upgrade. Zack, jetzt haben wir Stachelhörner. Jetzt können wir das alles in einem Schlag kaputt machen, zum Beispiel. Ach, so. Plack. Herzchen mitnehmen. So. Sind also auch verschiedene Level alles. Einiges kann man jetzt noch nicht machen. Da muss man etwas zum Bestimmtes freischalten. Wir gucken mal eben hier runter, was genau hier war. Die können zurück nichts anhaben. Die laufen gegen uns. So, hier haben wir zum Beispiel noch ein Leben, wo wir nicht drankommen. Doch, jetzt. So. Hier können wir auch noch weiter, da kommen wir aber nicht hoch. Das heißt, wir müssen wohl hier wieder raus. Und ja, genau, das ist so im Grunde das Spiel. Eigentlich sehr interessant. Hier kann ich runter, indem ich so eine Stampfattacke mache. Problem ist natürlich nur, wie ich wieder hochkomme. Plopp. Ich glaube, man kam hier so raus, genau. Oh, die Musik hat ja auch wieder ein paar Macken. Das ist halt bei den Gameboy-Spielen so. Vielleicht kann ich wieder drüber. Ja, ich kam da drüber so. Zack, 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 zack. Die mit den Spitzen muss man halt ein bisschen aufpassen. Hier ist irgendwo ein versteckter Block. Sag ja. Die können einem nämlich ein bisschen Schaden zufügen. Und im Grunde ist es wie Mario, nur halt mit Wario. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dauert auch ein bisschen, bis man es durch hat. Da unten kann ich nicht runter, das brauche ich gar nicht ausprobieren, das weiß ich. Block. Ha. Da 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 da. Boom. Man kann auch so drauf springen, dann gehen die auch kaputt. Hier geht's weiter. Wir sind jetzt in einem Cave drin sozusagen. Der zeigt uns jetzt, wie wir immer durch die Level rauskommen. Wir brauchen nämlich mindestens 10 Münzen, um das Level zu beenden. Dann können wir nämlich so nach oben tun. Also wir können uns docken und nach oben hängen. Wenn ich dann B drücke, dann kommt so ein 10er Dingen raus. Und dann können wir dann werfen. Den müssen wir da mal reinwerfen. Genau. Und jetzt können wir noch einmal um Geld und einmal um Leben spielen. Wir spielen um Geld. So, zwei von diesen Eimern. In einem ist so ein Amboss-Ding drin. Damit kriegen wir die Hälfte von den Punkten abgezogen, die wir haben. Und in dem anderen ist ein Geldsack drin. Gucken. Ah. Okay. Das war's nicht. Jetzt können wir auch zu Ende spielen. Keine bestimmte Reihenfolge, dieses irgendwie. Ja, so. Ja, da haben wir nur noch 8. Bring. Jetzt sind wir nochmal den rechten. Also wahrscheinlich wieder jetzt die Tonne drin. Zack, ja, war klar. Es gibt, also man kann auch richtig Glück haben, dass man nicht alles drei Geldsäcke hat. Und dann mal zwei, mal zwei, mal drei. Diese A bis O sind spezielle Artefakte, die es in den Leveln zu finden gibt. In bestimmten aber, glaube ich, nur. Ich weiß nicht, gar nicht in welchen. Ich weiß gar nicht, ob die richtig irgendwie
bezeichnet sind oder bezeichnet werden. Keine Ahnung. Ah, okay, jetzt sind wir klein. Jetzt haben wir so einen coolen so Sting-Haarschnitt, würde ich sagen. Hoppala. Wir können jetzt nicht mehr nach vorne bashen. Haha, das sind auch interessante Plattformen. Ja, diese Dinger fallen von der Decke runter und dann kann man die aufheben und kann man irgendwo durch die Gegend werfen, wenn man lustig ist. Block. Jetzt können wir die Dinger auch wieder nur mit einem mit zwei Schlägen kaputt machen. Da ich mich hier ein bisschen umsehen will, wo hier eventuell vielleicht noch ein großer Machtding wieder ist. Oh, da muss man ein bisschen aufpassen. Haha, geh weg. Kann man nur kaputt machen, wenn man drunter geht. So, was war drin? Nein, da ist eine Münze. Die lasse ich mal liegen. Peng. So, bitte was ist größer werden. Neuer Hut. Jetzt können wir nämlich so nach vorne pusten. Und das zerstört auch alles, was im Weg ist. Britzel, Britzel. Und das noch gleich nochmal ein anderer Hut. Den nehmen wir aber gleich erst. Das ist nämlich der... Oh, was konnte ich denn damit nochmal? Genau. Da konnte ich so ein Stück fliegen mit. Sehr cool. Auf jeden Fall. Bam. Damit kann ich die auch weghauen und dann kriege ich Geld. Da gehe ich nicht rein in die Tür, weil ich da nur zurückkomme. Bam. Bam. Hier natürlich nicht gegen. Das wäre blöd. Da können wir, glaube ich, wieder groß werden. Zu dem Dicken, aber ich glaube, ich bleibe an dieser hier. Ja, hier diese Plattformen verschwinden halt zwischendurch. Ist nicht gerade super, wenn die down verschwinden. Aber ich kann hier locker drüber fliegen, sagen wir mal so. Wenn ich es denn schaffen würde. Also wieder so ein Puster. Ne, ich finde den Fliegen ganz cool. Oh, das war klappt. Der hat sich nicht umgedreht. Batz. Hey. Bang. So. Geht es hier wieder weiter. Und hier müsste doch das Ende sein. Oh, guck mal. Ah, guck mal einer an. Ah, der schmeißt hier eigentlich auch irgendwas rum. Sowas Bumerang eher nicht artiges. Weiß ich nicht, gar nicht mehr genau. So. Plink. Ich spiele nochmal um Geld, komm. 12 Monster, also sowieso völlig wurscht. Kann er nicht an. Komm, komm, komm. Ja, Geld sag. Dann haben wir schon mal unsere Startzahl wieder. Nochmal rechts, komm. Geld sag, Geld sag, Geld sag. Schade. 6. Pring. Ich muss sagen, ich habe übrigens alle mal gehabt. Alle Dinge. A bis Z. Ja, da ist so ein Kreis drin. Das heißt, es gibt hier einen speziellen Ausgang noch. Oh. Ja, da vergesse ich immer wieder. Ah, diese Dinger. Die kann man nur von der rechtwinkligen Seite treffen, sage ich mal so. Bam. Auf der anderen Seite tun die einem weh. Und wenn die so zusammengefaltet sind allgemein, hier ist sowas ähnliches wie Treibsand. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich Treibsand sein soll. Kann auch irgendwie starke Strömung sein oder sowas. Bam. Auf jeden Fall kann man hier sonst eigentlich nicht sehr viel machen, wenn man normal groß ist. Haha. Da mal Leben bekommen. Wahrscheinlich, weil wir ganz schön viel Geld gesammelt haben. Herzen, ganz viele Herzen gesammelt haben. Haha, super. Aua, na geil. Ja, da kann man auch irgendwie drauf springen. Hier muss man mal gucken, hier geht nämlich einer von diesen Dingern runter. Oh, egal. Ein Geheimgang. Bling, 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 bling. Oh. Die werfen mit Messern, die kann man zwar drauf springen, um irgendwo hochzukommen. Aber sonst sind die eher
Nicht gerade geil. Da komme ich vielleicht drüber. Huch, nein. Nein. Jetzt wieder der normale. All unsere Leben verloren. Ha. Hier war doch irgendwo so ein Puster, war der hier rechts, ne? Hier war der dann. Genau. Damit können wir die mir auch so weghauen. Hopp, 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 hopp. Gut, gehen wir diesmal nicht da unten rein. Obwohl, wir haben jetzt noch einen Puster, wir können eigentlich nochmal reingehen. Tüdelüdelüben. Dürfte ja jetzt ja kein Problem sein. Ich duck mich mal eben. Plink. Das und dicker Helm, den ich erstmal mit. Bam, 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 bam. Damit geht das um einiges schneller. Zack, können wir hier raus. Und haben mal so grob ein Drittel des Levels übersprungen, sagen wir mal so. Über so einen Schacht große Dinger können wir drüber rutschen. Können auch da runter, aber ich glaube, dann sterben wir. Ich glaube, da sterben wir. Ich bin mir nicht mehr sicher. Münzen sind eigentlich egal. Wir machen ja nur ein Let's Retro, also ein, sagen wir, Let's Retro Test. Let's Test Retro Spiele. Let's Show Retro Spiele. Ja, hier muss man hoch, wenn man denn hochkommen würde. Am besten so, dass einen der Typ da nicht trifft. Haha. Zack. Hier wieder runter. Und hier muss man nur durch. Da oben geht's auch irgendwie hin. Aber, fragt mich nicht, wie ich da irgendwann. Irgendwann bin ich da mal hingekommen, aber. Der ist schon ein bisschen näher. Mal ein bisschen schneller hier. Geld. Tonnen. Und Geld. 96. Sehr schön. Und wir sind in Rice Beach. Ach ja. Man sollte vielleicht nicht allzu schnell vorspulen. Das ist nämlich ein Rennlevel sozusagen. Man muss hier nämlich wirklich sich beeilen. Wenn hinter einem so einen Stachelblock herflinzt. Und das wäre natürlich geiler gewesen, wenn wir die Hörner noch gehabt hätten. Dann wäre das um einiges schneller gegangen. Ah. Und er ist nicht gerade langsam. Also, man muss hier schon wirklich vorangehen. Man kann hier nicht warten und mal gucken, was ist das, was ist das, was ist das. So, mitnehmen ist klar, sonst wird das da nicht stehen. So. Dann kann ich mal kurz zurückgehen. Jetzt müssen wir auf ihn warten. Da kommt er. Er sieht immer so ein bisschen grimmig drein. Grinsgrimm. So, jetzt müssen wir nämlich auf den drauf. Wir müssen den sozusagen als Floß benutzen. Hier schön ducken, ducken, ducken. Achtung. Fliegeviecher. Hier am besten auch das Geld sammeln, damit man hinten durchkommt. Also wenigstens einmal ein und zwei Stacks, meine ich. Wäre schon ganz gut. Zwei Stacks. Zweimal diese Packung, meine ich. Ha, schaffen wir das? Ja. Donnerpfropf. Das macht sie immer Donnerpfropf, finde ich. Das hört sich an, Donnerpfropf. Dann wackelt die ganze Umgebung. Blink. So, jetzt müssen wir hier schnell raus und schnell hier durch. Jetzt können wir die mit einem Schlag kaputt machen. Und kommen wir natürlich um einiges schneller voran. Zack, zack, zack. Donnerpfropf. Und hier geht's raus. Hier ist noch so ein Donnerpfropf. Wenn man, genau, wenn man so auf den Boden stampft, dann, ja, dann werden alle in der Nähe betäubt. Geld. Cool. Tonne. Und Geld. 72. Und wir sind jetzt bei dem Boss. Kurs 5. Das Boss-Level
ist eigentlich im Grunde ein normales Level. Ich weiß gar nicht mehr, was da für ein Boss war. Puh, Donnerpuff. Kann ich auch. Donnerpfropf. Donnerpfropf, Donnerpfropf. Sehr cool. Aufpassen, was man macht. Nicht über Donnerpfropf lustig machen. Kann schwer enden. Donnerpfropf. Ich mach's trotzdem. So, hier kann ich da wieder groß werden. Hörnchen. Immer schön warten, weil man sonst mit dem Rückstoß da in die Hörner springt. Das ist nicht gerade geil. Man kriegt, glaube ich. Ey. Hey. Man kriegt, glaube ich, ein bisschen Leben, wenn man die da drunter schmeißt. Irgendwas kriegt man. Ach, eine größte 10er-Münze kriegt man dann. Zack. Plink. Sehr cool. Hier auch noch mit Laufbahn extrem schwierig. Und nur so ein bisschen durchrubben. Dann schafft man das locker. Und ich glaube, wir sind schon beim Boss. Haha. Ach, scheiße. Die habe ich ja ganz vergessen. Speicherpunkt. Kann man auch so ein Ding reinschmeißen. Immer ganz praktisch. Auch diese dicken Dinger. Was muss ich denn hier nochmal machen? Werden. Sehr gut. Jetzt können wir den ganzen Kram hier kaputt machen. Was muss ich denn hier nochmal machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es hat irgendwas mit diesen Blöcken zu tun, sonst wären die hier nicht überall. Donnerpfropf. Ah, guck mal einer an. Eine Tür. Häschen. Ein Switch. Ah, jetzt komme ich an die Herzchen. Sehr gut. Donnerpfropf. Ach, Bosskampf. Ach, das war das. Oh, gut, gut. Ja, ich erinnere mich. Yep. Ungefähr so wie ein Panzer bei Mario. Da kann man jetzt schnell drunter springen. Zack. Wenn man sich nicht beeilt, macht er auch irgendwie so eine Sandattacke noch. Also so eine Bodenattacke, weiß ich genau. Plank. Jetzt kriegen wir endlich sein Geld hier. Müssen wir schnell rumspringen. Wäre natürlich geil, wenn wir noch groß gewesen wären. Um hier alles einzusammeln. Damit wir schneller vorankommen. Da werden wir auch noch gleich mal groß. Und das versuchen wir jetzt natürlich auch zu verzocken. Wir zocken gerne. Tonne. Na geil. Da ist schon mal weniger. Da ist noch mal weniger. Und da haben wir, naja, die Hälfte auf jeden Fall von dem. Damit hätten wir das erste abgeschlossen. Und wir wären im zweiten Level. Empty Teapot. Das mache ich aber nicht mehr. Das reicht als Vorstellung für dieses Spiel, würde ich sagen. Und ich würde sagen, danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Let's Retro nächsten Sonntag oder am Montag mit Star Trek. Danke und tschüss. Ach ja, nachher übrigens Together. Sonntags jetzt auch. Viel Spaß. Tschö.